Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Minecraft Medieval Diary Projekt und zwar heute schon die 39. Folge. Die Tage davor konnte ich leider nicht ganz aufnehmen, da meine Stimme noch von der Erkältung ein bisschen schlimm ertragbar war. Und ich werde mal nicht so viel quatschen über meine Krankheiten, sondern erzähl mal, was wir in dieser Folge gemacht haben. Und diesmal haben wir die Schreinergasse schon angefangen mit dem Schnitzer und allen drum und dran. Wir haben aber auch schon den Schmiedeplatz angefangen an der Werft, wo ein Kandelgießer seinen Platz gefunden hat, also der kann und alles gegossen hat. Und einen nicht so ganz tickenden Uhrmacher, der ein witziges Haus hat mit einem Erker, was mir sehr gut gefällt. Und erfreut euch mal an den Gebäuden, die wir bauen. Und wir gucken gleich mal, was die anderen für Schmieden gebaut haben. Der erste Teilnehmer, den ich vorstellen möchte, ist der Etja HD. Er hat eine freistehende Schmiede mit einem Dach gemacht, also mit einem Dach. Das könnte auf einem freistehenden Platz am Marktplatz stehen oder so. Ebenfalls hat er dort eine ganz gute Schmiede dargestellt, auch den Boden randomized. Er hat Öfen da, er hat Kohle da, er hat Eisen da, er hat Armbüsse da, er hat Armor Stands. Er hat sogar Teppich, Kisten und Werkbänke. Was mir dort fehlt, ist dieser Eimer mit Öl oder mit Wasser, womit das Eisen abgekühlt wird. Und der Blasebalg ist auch nicht so ganz gelungen, ist aber auch schwierig darzustellen. Das werden wir aber noch bei anderen mitbekommen. Und zwar gehen wir zu dem nächsten. Das wäre der Bildfox. Er hat auf dem Etheria-Server ebenso eine richtig freistehende Schmiede mit einem Vordach, also mit so einem Unterstand gemacht. Er hat an das Öl gedacht, also in diesem Cordon. Er hat auch ein paar Details noch dazu gesetzt mit Spielerköpfen, wie mit dem Eisen auf dem Amboss, gefällt mir sehr gut. Der Kamin ist ein bisschen, die Schmiede ist ein bisschen klein ausgefallen und der Schornstein ist ein bisschen krumm geworden, was jetzt aber jetzt nicht so schlimm ist. Was ein bisschen schlimmer ist, dass der Blasebalg ein bisschen groß geraten ist, ist aber auch schwierig darzustellen, wie gesagt. Aber wir gehen erstmal zu dem nächsten. Und das ist der Tilkos 2 RP. Er hat einen Hochofen gebaut, was ein bisschen anders ist vom Ansatz her wie die anderen. Bloß leider ist das nicht in der richtigen Epoche. Also das ist jetzt mehr im Industriezeitalter, wo das entwickelt wurde. Deswegen ist es jetzt ein bisschen schwierig zu bewerten. Mir gefällt aber, dass er ein Haus noch dazu gemacht hat. Das war jetzt nicht Bedingungen des Wettbewerbs. Aber er hat es auch eingerichtet und auch dort drin den Cordon mit dem Wasser. Und er hat eine Mauer drumherum gebaut, was mir auch ganz in Ordnung gefällt. Und gehen wir dann schnell zum nächsten, da das Video auch schon bald zu Ende sein wird. Und das ist vom HD an LP. Er ist genau auf demselben Server wie Aventus, also auf dem Herbstlandes-Server. Dort könnt ihr euch auch bewerben, mal so nebenbei. Er hat auch eine freistehende Schmiede gebaut wie Bildfox oder Etja HD. Dort ist dasselbe passiert. Der Blasebalg ist ein bisschen überdimensional geworden. Aber er hat eine Strippe, dass man von weiter weg auch den bedienen kann. Er hat auch Armor Stands benutzt, er hat Banner benutzt, er hat Öfen benutzt. Und was ich dort noch ein bisschen bemäkeln würde, wäre der Boden, dass der noch ein bisschen bearbeitet werden könnte, dass noch ein paar Details in Frage von Spielerköpfen oder so verwendet werden könnten. Ebenso fehlt dort dieser Cordon mit dem Wasser oder mit dem Öl, aber sonst gefällt mir das schon ganz gut. Der Ofen ist auch ziemlich schön groß und breit, dass auch viel geschmolzen werden kann. Und dann kommen wir jetzt schon zum letzten Teilnehmer, bevor mir die Puste ausgeht. Und das ist der Lord Mein Jonas. Er hat ein Haus mit einem Schmiedeschuppen gebaut, was eine interessante Idee ist. Also ich habe ja gesagt, es ist freistehend, soll nicht in einem Haus integriert sein. Er hat das Problem mit dem Blasebalg sehr gut gelöst. Also er hat mit den Slabs probiert, das zu bearbeiten. Er hat auch eine Strippe, von der man es an, also von dem man es vom Arbeitsplatz, also wo das Eisen bearbeitet wird, nochmal befeuern kann. Er hat auch Spielerköpfe verwendet in Form von Helmen, also dass es ein Helmschmied ist, gefällt mir sehr gut. Dort ist auch das Öl,
zum Abkühlen. Und das gefällt mir sehr gut. Auch das Haus nebenan dran gefällt mir nicht so gut. Schön detailliert. Ich muss jetzt aber jetzt schnell zum Punkt kommen und ich sage jetzt, wer gewonnen hat. Und zwar ist das Etia HD und Lord Meinjonas. Etia HD hat eine interessante Idee gebracht, war auch der Erste, der es eingesendet hat. Ist eigentlich vollkommen egal, aber der Detailgrad ist schon sehr gut geworden und Lord Meinjonas hat ja schon einmal gewonnen. Und ich weiß nicht, ob es ein bisschen unfair wäre, aber ihr beide habt mal gewonnen. Ihr könnt beide mal in der Aufnahme hier bauen. Ihr werdet wahrscheinlich dann zusammen die Schmiede bauen und mal sehen, wie es sich entwickelt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr könnt auch Skype adden und so. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.